Hallo YouTube, herzlich willkommen zu einem weiteren Part von Skyrim Special Edition. Wir gehen zu der älteren Dame von den Graumänteln, die ihren Sohn vermisst. Graumähne. Willkommen in unserem Zuhause. Mutter, was soll das? Wen habt ihr da mitgebracht? Awulstein, legt das weg. Sie will uns bei der Suche nach Thorald helfen. Woher wissen wir, dass sie nicht für die Kampfgeborenen spioniert? Das war dumm. Wir können niemandem vertrauen. Wer weiß, was geschieht, wenn sie mich hier finden. Ich halte das nicht mehr aus. Bitte keine Waffen mehr. Lasst uns einfach reden. In Ordnung, Mutter. Ich hoffe nicht, dass ihr Ärger sucht. Was ihr wollt also helfen? Ja, absolut. Was kann ich tun? Ich weiß, dass Thorald nicht tot ist. Ich weiß es einfach. Die Kaiserlichen halten ihn irgendwo gefangen. Aber ich weiß nicht wo. Diese verdammten Kampfgeborenen. Sie wissen etwas. Sie verbergen es. Sie verspotten uns förmlich damit. Sie müssen eine Art Beweis haben. In ihrem Haus muss irgendetwas sein. Ich weiß es einfach. Ich wage es nicht, das Haus zu verlassen. Also müsst ihr mir helfen. Welchen Beweis braucht ihr? Eine Bestätigung, dass Thorald nicht tot ist, sondern gefangen gehalten wird. Ich weiß, dass sie bei den Kampfgeborenen findet. Sie würden den Beweis natürlich verstecken, damit nicht rauskommt, dass sie die ganze Zeit über gelogen haben. Aber ihr könntet sie so weit bearbeiten, dass sie nachlässig werden. Warum glaubt ihr, dass die Kampfgeborenen damit zu tun haben? Die Kampfgeborenen. Die größten Stiefellecker des Kaisers hier in Weißlauf. Ihre Verbindung zum Kaiserreich und zur Armee sind bekannt. Als Thorald nicht nach Hause kam, war mir alles klar. Sie wussten, dass Thorald die Sturmmäntel unterstützte und ihnen im Kampf zur Seite stehen würde. Sie ließen ihn nicht zurückkehren. Sie haben ihn eingesperrt, um sich an meiner Familie zu rächen. Da bin ich mir sicher. Okay. Ihr solltet lieber niemandem sagen, dass ihr mich hier gesehen habt. Nein, sag ich nicht. Bitte. Ich bin für jede Hilfe bei der Suche nach meinem Thorald dankbar. Warum glaubt ihr, dass die Kampfgeborenen damit zu tun haben? Es ist kein großes Geheimnis, dass sie Verbindungen zum Kaiserreich haben und jeden hassen, der sich dagegen ausspricht. Und Thorald hat etwas noch Schlimmeres getan. Er hat sich gegen das Kaiserreich aufgelehnt. Die Kampfgeborenen wussten davon. Woher wollt ihr wissen, dass Thorald am Leben ist? Er ist mein Sohn. Ich weiß es einfach. In meinem Herzen. Wenn ihr selbst Kinder hättet, würdet ihr es verstehen. Oh, wer ist der beste Schmied von Himmelsrand? Ihr müsst neu hier sein, wenn ihr eine solche Frage stellt. Ja. Mein Ehemann Eolund hütet die Himmelsschmiede in Jorvaska, der Methalle der Gefährten. Es gibt in den neun Fürstentümern keinen besseren Schmied. Ihr solltet ihn nach seiner Arbeit fragen, das einzige Thema, bei dem er so richtig in Fahrt kommt. Das und vielleicht noch diese eingebildeten, dumm schnupfenden Kampfgeborenen. Wo liegt Jorak? Geht auf dem Markt die Treppe hoch und schaut dann nach rechts. Oh. Könnt es nicht verfehlen. Uh-huh. Passt gut auf euch auf. So, wir sollen also da hinein. Gibt es Auelstein, Graumähne glaubt, sein Bruder Thorald sei in Gefangenschaft geraten und die Kampfgeborenen von Weißlauf verfügten über entsprechende Beweise. Ich muss sie finden und Auelstein übergeben. Das Billett. Nee, ich wollte. Ich glaube, wir dürfen nicht hier sein. Ich werde mal eben speichern. Speichern.
Speicher. Geht das auch mit F5? Kann man das jemand sagen? Moment. 1, 2, 3, 4. Nö, F5 macht gar nichts, außer jetzt Standbild. Mist. Aber doch, F5 macht schnell speichern. Okay. Hier nichts zu suchen. Reden. Ihr habt hier nichts. Ich werde euch nicht noch einmal warnen. Verschwindet! Oder ich rufe die Wacht. Ihr hättet besser auf mich gehört. ja. Wir gehen noch mal rein. Was willst du machen? Waffen rufen? Ihr habt hier nichts verloren. Ups. Ich habe auch so viele Dietriche. Ups. Ich sag ja. Ja, und da ist aber weiß. Noch ein Millimeter? Noch ein Millimeter? Nein? Nein. Ihr habt hier nicht lesen. Ich bin darauf aufmerksam geworden, dass Erkundigungen über den Verbleib eines gewissen Thorald Graumähne eingezogen wurden. Es ist meine Pflicht, euch darüber zu informieren, dass Talmor-Agenten sich des Gefangenen bemächtigt und ihn zur Fest- und Nordwacht eskortiert haben. Ich glaube nicht, dass ich das näher ausführen muss. Es wäre in unser allen Interesse, die Angelegenheit auf sich beruhen zu lassen. Ich hoffe also, dass in dieser Hinsicht keine weiteren Nachforschungen angestellt werden, General. Versuchen. Ich werde euch nicht noch einmal warnen. Ja, ich bin ja schon. Oder ich rufe die Wachen. So, zack. Jetzt gehen wir wieder zu ihm hier unten. War doch einfach. Ja, das ging doch. Sind die oben? Hallo? Nee, da. Ja. Gibt es Neuigkeiten? Habt ihr etwas gefunden? Ich habe den Beweis, dass Thorald lebt. Ich wusste es. Zeigt ihn mir bitte. Die Talmor. Bei den Neuen. Es ist schlimmer als gedacht. Aha. Festung Nordwacht. Dann wissen wir, wo wir zuschlagen müssen. Werdet ihr die Festung Nordwacht überfallen? Ich tue alles für die Rettung meines Bruders. Ihr seid doch dabei, oder? Wir können Thorald nicht diesen Ungeheuern überlassen. Lasst mich versuchen, ihn zu ohne Blut vergießen. Ihr bleibt in eurem Versteck. Ich werde mich darum kümmern. Natürlich bin ich dabei. Oder? Ich trommle alle Männer zusammen und treffe mich mit euch vor Festung Nordwacht. Wir gehen so schnell wie möglich rein und wieder raus. Wir sehen uns dort. In der Festung Nordwacht. Ja, alleine will ich das nicht. Okay. Dann machen wir das dann. In der Festung Nordwacht. Wo
ist denn das? Benötigt ihr Vorräte? Nein. Dann sucht Beletor in seinem Laden auf. Mhm. Er ist ein etwas schmieriger, kleiner Mann, aber seine Waffe... Ah, und wir machen jetzt erstmal unseren Stufenaufstieg. Wenn wir aus dem Ladebildschirm kommen. Es gibt wohl eine Mod, Open City oder so heißt die. Die wollte ich demnächst mal ausprobieren. Damit man, wenn man in eine Stadt reinkommt oder rausgeht, keinen Ladebildschirm mehr hat. Gut. Ich will gerne Magiker machen. Haben wir. Talent verbessern. Was? 21. Meister. Einschlag. 25. Das kann ich also noch nicht verbessern. Ach. Hallo? Nein. Trotzdem wollte ich den Punkt Herstellung, Veränderung, Verzauberung. Was denn? Was mache ich denn? Nein. Nein. Ich drücke mal den falschen Knopf. Schmiedekunst. Dieses Talent wirklich erlernen? Ja. Okay. Haben wir gemacht. Jetzt geht's los. Ja, ein bisschen Action muss sein. Rennen. Auch nicht schlecht. Sollten wir hier so rumrennen? Ausdauer könnten wir auch mal verbessern. Du tust mir nichts, ich tu dir nichts. Was ist das? Das hat sich doch vorhin bewegt. Ich bin doch nicht blöd. Oh, schreck mich doch nicht. Ach, das ist der Drache. Aber es sah so aus, als hätte er sich bewegt. Passt mit diesen Flammen auf! Durchsuchung. Stomlock Offizier. Ich mache mich aus dem Staub. Wache von Weißlauf. Gold. Nordmed. Was ist passiert? Verdammt, sterbt endlich!
Stormlockhaus. Aber es gehört doch nicht niemand mehr. Kann ich das nicht nehmen? Immer so dumm gefragt. Oh, nehmen wir das mal. Fellpanzerhandschuhe. Nein. Ein Wolf. Aha. Oh, was ist passiert? Oh je. So, Gold. Nein. Ihr seht aber wirklich müde aus. In der beflackten Meere sollen noch Betten frei sein. Du weißt schon, dass du mit einer Leiche gekuschelt hast, ne? Er kuschelt. Wenn wir einen Drachen töten konnten, wird uns das auch wieder gelingen. Mit eurer Hilfe, versteht sich. Aha. Geht's auch weiter nach oben? Ich habe mich nämlich hier noch gar nicht so umgesehen. Glaube ich, das letzte Mal. Mit den Drachen getötet. Haben. Überlegt ihr euch hier niederzulassen? Da steht ein Haus zum Verkauf. Das Briesenheim. Ihr solltet mit dem Vogt oben in der Festung sprechen, wenn ihr Interesse daran habt. Okay, aber ich habe kein Geld. Also noch nicht so viel Geld. Wo ist sie? Ich würde das Pferd nämlich gerne nehmen. F5, ne? Habe ich gesagt. Ja. Ich weiß nicht, wo sie ist. Ah, sie kommt. Ich gebe ihr mal ein paar Sachen. Vielleicht kann sie ja was damit anfangen. Lydia. Ich bin direkt hinter euch. Ich möchte einige Dinge. Ich stehe zu eurer Verfügung. Gut. Dann gebe ich dir die. Die. Geht ihr voran? Ja. Oh. Wo ist das Pferd? Da. Hab ich. Oh, mal schön, ich spreche. Gehört niemand. So. Ah, okay. Sieht schon lustig aus, wie es läuft. Gibt es hier was? So ein Bett. Okay. Pferd. Dann machen wir mal. Lydia, du joggst hinterher, ne? Festung Graumäuntet. Sehr schön. Da gehen wir jetzt nicht hin. Was ist das da? Achso, Mann. Schneller reiten kann das Pferd auch nicht, ne?
Was leuchtet da? Okay. Mammut bekämpfen sich. Ja, ist schon gut, er ist schon tot. Ja. Nicht einstecken. Der da. Ist das jetzt unser Willkommensbehalten? Ey, Pferd. Hey. Ich weiß nicht, was da hinten los ist. Wir müssen in die Richtung. Bin auch völlig von dem Weg abgekommen. Ah, so springt das Pferd. Alter. Was? Nichts. Wo ist der andere Wolf? Da. Es reicht ja jetzt mal langsam mit den Wölfen. Was ist los? Ja. Ich komme hier völlig vom Weg ab. Schusch. Wieder Wolf. Nein, kein Wolf. Ich sollte eventuell mal Karte schauen. Aktuell. Weltkarte. Wo soll ich denn da hin? Aktueller Standort. Auf Karte. Was? Da oben? Auf Karte? Einsamkeit. Da oben? Nee, jetzt doch nicht. Nee. Ach nö. Es wird zu weit. Ich wollte hier in der Nähe erstmal bleiben. Nö, 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 nö. Das ist mir zu weit. Das könnt ihr erstmal vergessen. Wir arbeiten uns langsam dadurch. Das
das ist mir. Ich weiß auch gar nicht, wo ich hinreite jetzt. Ich bin vom Weg abgekommen. Barber fährt. Sehr schön ist das. Nee. Moment, das ist mir. Mach das mal weg. Sprich mit der Graubär und finde die Rotwardonin. Der Segen der Natur bringe Nesselfluch in deinen Besitz. Verschiedenes. Fingerschwert des roten Adlers. Sie haben bis vor das Buch lesen. Bringe einen Mammutstoß hin zur Säule. Sprich durch. Alpha der Gefährten können wir hin. Und dann sprechen wir auch mit der Bedienung. Ich meine, sie ist gut, warte, ohne. Ich habe keine. Oh, ist das heute wieder auf Karte? Da ist eine Stelle. Schnell nach. Ja, komm, machen wir so. Ist das Pferd mit dabei? Oh, shit. Ich glaube nicht. Oder? Warum habe ich jetzt schnelle Reise? Egal. Eigentlich wollte ich keine schnelle Reise machen. Haben wir heute viel geschafft. Ha, 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 ha. Das Pferd ist im Boden versunken. Nee, es bleibt nicht hier. Es geht fort. Ja gut, dann mach's gut, Pferd. Danke, auf Wiedersehen. Ich könnte mir ein Pferd kaufen wahrscheinlich. Ich meine nicht. Nun gut. Ärgert mich ein bisschen, haben wir heute nichts geschafft. Aber ja, so ist das manchmal. Man wird immer abgelenkt. Man denkt, ach oh, komm, wir machen das. Und am Ende. Wo bin ich hier? Weißlauf, ne? Ja. Ich war gerade irritiert. Na, mein Mikro knackt wieder. Gut, zum Höhle im Weißlauf. Dann würde ich aber sagen. Lydia, im nächsten Part geht's weiter. Da werden wir uns mal mit den Gefährten befassen. Also ich bedanke mich schon mal fürs Zusehen. Einen Daumen hoch, Kommentar, Tipps und Tricks wie immer. Würde ich mich sehr darüber freuen. Vor allen Dingen über Mod-Vorschläge. Und oh, wir haben Blut auf der Haut. Naja, also bis zum nächsten Mal. Adios.